Ich glaube, es gibt drei Gründe. Zum einen, wenn Sie jetzt in den etwas trüberen Jahreszeiten das Mittelmeer mit seinen Orangenbäumen, mit seiner Leichtigkeit, auch mit seinen Düften erleben wollen, dann sollten Sie herkommen. Wenn Sie etwas zweitens zur Nutzungsgeschichte, zur Orangerie, die im Zwinger der erste Bau gewesen ist, dann müssen Sie herkommen. Und wenn Sie jemand sind, der Freude hat, dass Ihnen auch etwas sehr gut vermittelt wird, dann ist das, glaube ich, das i-Tüpfelchen auf der, Ihrem Grund, einen Besuch im Zwinger wieder mal ins Auge. Hast du dann aufgebaut ist? Wir haben mehrere Teile. Es geht zum einen um Herleitung. Also was es an Herkules und den drei Früchten, den goldenen Äpfeln, das waren natürlich Orangen, was es damit auf sich hat, der Sagengestalt. Zum Zweiten, dass August der Starke Herkules ja für sich adaptiert und sich als Herkules Saxonicus, als sächsischer Herkules darstellt, immer wieder hier auch auf einigen Statuen, die im Zwinger sind. Und dann vor allem der Zwinger selbst als Orangerie, so wie er eben ursprünglich 1709 von August II. In einer Skizze gefertigt vorgesehen war und dann in seinen Ausführungen, wie viele Bäume hier gestanden haben, fast 2000 sind es gewesen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber in diesem wunderbaren Innenraum war eine ganz andere Atmosphäre früher im 18. Jahrhundert und vielleicht können wir davon etwas auch wiederbringen. Jetzt haben Sie es schon angedeutet vom Zwinger. Wie würden Sie allgemein den Zwinger beschreiben? Was macht 300 Jahre, was ja jetzt hier das Thema ist? Na, der Zwinger ist das bedeutendste, das bekannteste und auch das mit Abstand am meisten besuchteste Gebäude überhaupt in Sachsen. In Dresden ohnehin, aber auch in ganz Sachsen. Aber dass Sie etwas erfahren über das, warum er entstanden ist, was die Ursprünge gewesen sind, dass hier Orangenbäume gestanden sind, das erlebt er eben und das erfährt er in unserer Ausstellung. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Grund für alle, mal wieder hierher zu kommen.